Richtig, das ist eine MK14, die kennt er doch, eine Herrenstandard MK14. Nichts Außergewöhnliches, ne? Kennt man ja. So. Gerade läuft eine Bankfiliale, bin ich ein bisschen zu spät gekommen, deswegen hatte ich auch die Ernstleitung gerade gefragt. Bankfiliale bedeutet, da sind jetzt 10 in 10 oder eben auch 8 in 8, mindestens 8 Cops halt müssen da sein. Und das ist wie eine kleine Bank, müsst ihr euch vorstellen, da müsst ihr dann rein, müsst ihr. Ich weiß nicht, ob ihr den Tresor aufknacken müsst, aber ich denke mal schon, so ein bisschen so in die Richtung und dann halt mit dem Geld zusammen raus und flüchten. Und wir dürfen euch als Polizisten nicht abknallen und das Geld einsammeln, weil dann ist nämlich die Sache verloren. Das sind erstmal so die Infos, die ich dazu habe zu dem Thema. Wenn es doch ein bisschen anders ist, kann es sein, aber dann seht es mir nach, ich weiß es nicht besser. So. Hallo Lübner, guten Abend und frohes Neues auch an dich. Ist natürlich jetzt schon in 4 Tage her, aber so oft sehen wir uns ja nicht. Gucken wir mal, jo, wir sind auf jeden Fall einsatzbereit. Dann würde ich sagen, diese Bankfilialen, ich kann mal gerade, naja, ich darf jetzt nicht zeigen, sonst verraten wir die Taktik. Diese Bankfilialen sind immer Schießbanken. Ich weiß nicht, ob wenn du vorher eine Nachricht schreibst an die Polizei, so wie das auch bei der normalen Bank ist, dass du dann halt das RP ankündigst, dann könnte man da sicher was machen. Da brauchst du aber auch musst du auch wahrscheinlich Glück haben, dass eine entsprechende Einsatzleitung bei der Polizei da ist, die dann keine Scheiße macht. Genau, es gibt einmal die Staatsbank, die ist oben drüber. Die normale Bank, wo du halt dementsprechend viele Zips und also Cops brauchst. Und darunter sind dann diese kleinen Filialen, die verteilt sind über die ganze Insel. Und dort brauchst du halt mindestens 8 Cops. Und dann kannst du mit deinen paar. Nee, ich rede nicht von der Staatsbank. Ich rede von Bankfilialen. Und dort kannst du dann halt. Siehst du da, eine Bankfiliale wurde von maskierter Person ausgeraubt, Beute 6 Millionen. Das ist jetzt aber erstmal nur die Info, dass die ausgeraubt wurde. Das heißt also, dass, meiner Meinung nach bedeutet das nur, dass das Geld aus dem Tresor rausgenommen wurde und dass die Leute jetzt natürlich erstmal flüchten müssen. Wenn jetzt meine Kollegen außenrum gut verteilt sind oder sich gut vorbereitet haben und jetzt den Bankräuber erschießen. Also so haben sie das mal erzählt, ne, die Kollegen. Wenn sie den jetzt erschießen, dann liegt da Geld auf dem Boden und dieses Geld müssen sie dann angeblich nur aufheben. Und dann ist es gesichert für uns, für unser Konto hier, ne, für unser Staatskonto. Dieses Konto, weil hier über die eine Woche immer gesammelt wird, das ganze Geld. Und da wird dann zwischen den aktiven Polizisten der letzten Woche verteilt. Man kriegt halt Paychecks und man kriegt dann halt einmal jeden Mittwoch diese Auszahlung. Wenn man dann mindestens die entsprechende Stundenzahl gemacht hat. Machen wir mal einen kleinen Rundgang hier, machen Kontrolle. Schon gesehen, dass ein paar Fahrzeuge da hinten falsch stehen und dafür sind wir da. Oh, ich sehe 12 Unsters im Dienst, was ist denn da los? Ist da. Ah, ich weiß, wo das Problem liegt. Das ist wieder der typische Unster-Problem. Ich weiß nicht, ob das bei der Cops auch so ist. Aber von mehreren Unster-Bekannten, hallo erstmal, announce. Von mehreren Unster-Bekannten wurde mir bestätigt, dass sie gerade so Sonntag, Montag, wo sie dann unbedingt ihre 8 Stunden noch erreichen müssen oder ihre 6 Watts haben, dass sie da dann nochmal alle auf immer einloggen, die du jahrelang nicht gesehen hast. Die loggen sich kurz ein. Und machen gefühlt auf den letzten Drücker ihre Stunden, um dann nicht das eine Bestrafung zu kriegen oder kein Uprank, ne? Habt ihr recht, ist natürlich ein Punkt, der ein bisschen krankt, ne? Da krankt das System so ein bisschen dran. Da das nicht der Sinn ist, eigentlich sollte das ja rund um die Uhr nicht, aber ab einer bestimmten Uhrzeit sollten eine bestimmte Anzahl Cops sicherlich und auch uns das da sehen.
um einfach die Bevölkerung, ja nicht jetzt mal versorgen zu können. So. Aber ich glaube, da erzähle ich euch ja keine Märchen, das wisst ihr selber. Ah, guck mal hier, hier hat sich jemand hier richtig vertraut. Er stellt sein SUV mitten auf die Fahrbahn. Vor. Ah, das war mir klar, dass das natürlich jetzt offen ist. Wir werden das Fahrzeug natürlich ordnungsgemäß da hinten hinstellen. Ich bin nicht, also wir sind nicht die UNCDA, ne, ist klar. Das ist nicht unser Job hier an sich, die Fahrzeuge wegzuräumen. Das heißt also, die Leute anzuschreiben, Fahrzeuge einparken, so die ganze Richtung. Das ist nicht unser Job, aber wir unterstützen. Das heißt, ich weiß nicht, ob das alle Polizisten machen. Es steht ja theoretisch nicht so richtig in unseren Aufgaben. Aber es ist egal, wo ich vorbeikomme. Ich würde entsprechend die Verkehrswege freiräumen, ne? Ist eigentlich, sollte verständlich sein. Das war so ein bisschen die Aufgabe mit übernehmen. Das heißt also, ich breche die Fahrzeuge auf, stelle die an den Rand, fahre sie runter von der Straße, lasse sie keinen blockieren. Und danach geht's wieder los. Falls euch wundert, die Kollegen sind gerade noch bei dieser Bankfiliale. Und da kommt dann gleich ein Streifenpartner dazu, der mich unterstützt. Die Einblendung, die hier unten gerade kommt, das sind die gestorbenen Verbrecher. Immer wenn ein Polizist jemand getötet hat von den Rebellen und der ja ein neues Leben macht, dann kriegen wir die Auszahlung. Nee, nee, Elektro. Also gerade mache ich Kavala, ich hab's ja gerade erklärt. Ich guck hier bloß eben mal rüber. Wenn alles soweit ruhig ist, dann fahre ich weiter. Gut, der andere Herr, der hat auch ordentlich geparkt. Gucken wir mal, ob bei denen alles okay ist. Der rennt schon wie ein Wilder da hinten. Sprintet da über den Kavala-Marktplatz. Mahlzeit, der Herr, alles klar bei Ihnen? Ja, soweit. Und Ich bei wollte Sie Ihnen? nur noch mal darauf hinweisen, auch wenn Sie natürlich hart am Arbeiten sind, dass Sie bitte, wenn Sie hier in einer größeren Stadt sind, immer Ihren Mundschutz wieder abnehmen, ne? Generell, die Vermummung halt. Ja, okay, alles klar. Ja, können Sie ja, genau, für das nächste Mal. Ja, Gut, das ist Herr, kein Problem. viel Spaß noch, ne? Alles klar, auch so. Ciao, ciao. Jo, danke, ciao. Das sind so halt die üblichen Geschichten, daran denken Sie natürlich. Also er ist jetzt hier so ein Arbeiter, schätze ich mal, überhaupt nicht illegal, aber der denkt natürlich an sowas nicht in dem Moment, ne? Ist ja klar. Der hat sich jetzt nur darauf konzentriert, essen, trinken, Spitzhacke, was er noch braucht und schnell Geld einzahlen von seiner Tour. Ich hoffe für ihn, dass er da hinten parkt, wo er parken soll. Ja, aber er macht es richtig. Glück für ihn. Glück für ihn. So. Gut, dann würde ich sagen, dadurch, dass ich schon mindestens, bisher nicht, ob das schon nach PK gilt, aber bestimmten Kommissarrang dann. Da darf man schon alleine auf Streife fahren und das werden wir jetzt so machen. Wir werden uns schon mal ein bisschen bewegen. Ja, ich sehe, also, das schmeckt ständig feiner die Verbrecher. Und immer mit mindestens 2 Millionen. Das geht alles auf unsere Kasse. Ein Rang ist Polizeihauptkommissar, also PHK. Also, umschrieben bedeutet das halt eigentlich die letzte. Oder den höchsten Rang, den man haben kann, ohne bei der Polizei irgendeine Sonderfunktion zu haben. Ne? Ist jetzt der höchste Rang, den ich habe. Alles andere sind dann, da musst du dann schon irgendwelche. Was weiß ich, muss Ausbilder sein, muss irgendwelche anderen Sachen machen. So. Genau, es gibt beides: BKA und SIK. SEK die Hau drauf Truppe und BKA so ein bisschen die Vermummten, die halt verdeckt ermitteln, die aussehen wie Rebellen und wo die Rebellen ja nicht mitkriegen, dass es das ein Polizist ist. Und die dann halt über bestimmte Sachen halt Informationen sammeln. Und wenn sie dann die Infos haben, dann geben sie das weiter an den Streifendienst, also an uns und wir kümmern uns dann darum. So müsst ihr euch das vorstellen. So, ja. Der Autofriedhof entsprechend besetzt. Wenn Sie natürlich sehen, dass jetzt hier ein Polizeifahrzeug vorbeifahren kommt,
Dann kommen die meistens auch auf blöde Ideen und. Ja, wobei wir räumen als Erste dran, wenn wir mal die Straße frei gucken, dass hier alles okay ist. Ja, du musst nur eine Das ist ja kommen. bestimmten Rang dann haben, dann kannst du dich viel Ja, ich werde entsprechend. jetzt in Galati kann weg. Ja, Genau. Check werde ich tun. Komm. Dann kann Ja, man ist ja sich kein Ende. bewerben für den besprechenden Bereich. Muss dann eine gewisse Ausbildung machen. Oder Prüfung halt. Und dann kommt man halt rein. Ne? Beziehungsweise du musst halt bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Heißt halt bestimmte Ausbildung haben und bestimmte Sachen können. Und kannst dann mitmachen. SEK, ich sag jetzt mal als Beispiel. Den Rang weiß ich jetzt nicht mehr, aber großen Heli-Schein, dass du auch Kommandolandung machen kannst, egal mit wem. Ja, na klar, ich bin Streifendienst. Ob ich vielleicht irgendwann mal die BKA-Geschichte mache, vielleicht. Aber das Problem daran ist, BKA, da gibt es so drei unterschiedliche, ich nenne das jetzt mal Dienste, die man da machen kann. Und für mich würde ja jetzt im Stream nur der Dienst sich anbieten, wo ich zwar, gesagt, ohne Zivilpolizist, also wo ich dann so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit mache, so wo ich mich so zeige und die Leute vollquatsche und ihnen was erkläre. Das würde Sinn machen, aber. Die Geschichte mit verdeckt operieren und im Stream, wo sie dann sowieso, wo ihr so, ihr guckt zwar zu, aber wo die sowieso Informationen weitergeben, beziehungsweise nicht meine Stimme ja der Hälfte des Servers kennt, wäre natürlich so eine verdeckte Operation total blöd, ne? Besser sind ja die verdeckten Operationen mit neuen Polizisten, die noch keiner kennt. Die haben zwar dann vielleicht die Ausbildung nicht, aber da macht es am meisten Sinn, die als V-Männer irgendwo einzuschleusen. Das versteht er ja, ne? Wenn bei mir jetzt einer der bekanntesten Polizisten, wenn ich da auf einmal als Rebelle zu ihnen spreche, die aber wissen, dass er von der Uhrzeit her Kopfdienst ist, dann wissen die, wer da steht, auch wenn sie das eigentlich offiziell nicht wissen dürfen, ne? Und damit ist natürlich die Ermittlungsarbeit dann auch wieder dahin. Hätte jetzt ja nicht so richtig geguckt, müssen wir ja mal schauen. Aber das Grundprinzip habt ihr verstanden, was ich damit aussagen will. So. Schauen wir mal, wenn die nächste Schießerei ist und. Fahren mal so ein bisschen abseits der Straße. Einfach auch mal die Wege zu benutzen, wo sonst niemand so lang fährt. Wir wissen ja leider, dass viele Cops, erzähle ich euch immer wieder, dass viele einfach nur die normalen Hauptstraßen lang grasen und mehr nicht machen. Aber alle müssen ja mal so ein bisschen eben abgedeckt werden oder jeder Bereich muss abgedeckt werden, weil sich überall Verbrecher rumtreiben. Also kurzum die Frage, die ihr hattet, ja, ihr Server ist wieder gut besucht. Ne? Und ihr könnt gerne dazukommen und natürlich auch mitmachen. Und ich denke ja, gut, viele von euch werden unseren Server kennen und werden natürlich die Vorzüge kennen. Und falls es nicht so ist, kommt einfach rauf und schaut es euch selber, ne? Einfach Ausrufezeichen Server. Beziehungsweise Ausrufezeichen Beruf, dann seht ihr, welche Berufe so gesucht werden gerade. Und dann macht euch selber ein Bild. Also, ich sag mal so: zu 90, 95% kamen nur positive Antworten, Rückantworten von den Leuten, die sich jetzt selber angeschaut haben. Natürlich war meine Empfehlung auch da, aber die fand es dann danach richtig geil bei uns. Naja, natürlich die Leute, die wieder hier sind und die Band sind,
So wie auch immer einige Zuschauer, ne, immer die üblichen Verdächtigen, die Jahre, die dann irgendwann die Band und die kommen hier immer vorbei von mir. Die haben natürlich keine Chance, wenn sie sich nicht mehr bewerben dürfen. Ach, Elektro, da bist du nicht der Einzige. Hier kommen ständig ehemalige Spieler von uns vorbei, die eine entsprechende Strafe haben. Und dann versuchen sie in Anführungsstrichen hier zu weinen und dann bringt es aber nichts. Siehst du? Genau, da steht's. Muss ich eigentlich mal gucken, dass ich hier nirgendwo reinfahre. Okay. Also ich muss sagen, hier der Eco-Chip im Polizeifahrzeug, richtig geil. Dadurch wunderbar alles abgedeckt. Keine Probleme beim Verbrauch. Genau, der Eco ist für weniger Verbrauch. Kann jetzt die Fühlte die Handzeit fahren. Ich muss nicht tanken. Gut, okay, ich nehme natürlich auch den Shift aktuell nicht. Einfach nur mit W gerade und deswegen. Ne, der Eco, der normale Eco mit, also ECO, der ist nur weniger Verbrauch. Die anderen, die danach kommen, sind dann der Sportchip, also Chip Tuning Sport, dann der Race Chip, der Reco und nachher am Ende der F-Reco, das sind so die Sachen. Genau, das ist so die Erklärung mit Sport und Race. Und dann gibt's noch ein paar Weiterentwicklungen über die Zeit. Aber die kennst du nicht mehr. Genau. Den Reco kannte es ja damals auch noch, da war ja der aus den goldenen Kisten. Und der F-Reco ist jetzt aus den diamantenen Kisten, das ist noch eine Stufe weiter. Aha. Oh, hier hat die uns da gerade zu tun. Hier war wohl gerade die Bank. Katze muss jetzt hierher laufen. Duffy, kannst du Cordalis und Dietrich vorbeibringen? Weil da steht noch ein Prowler. Kann ich? Genau das da, wo er es gerade hat? Ja, genau. Dann komm ich da. Dietrich gerade eben verloren und die Karre krieg ich sonst nicht auf. Oh ja, ist ja ganz normal. Parker? Ja? Ich bin außer Dienst. Ah, alles klar. Pips! Ja? Es tut mir unfassbar leid. Ja. Egal. Also ich habe jetzt nochmal zwei ADRs im Rucksack. Ich habe die nächste jetzt ausgepackt. Ja, warte, ich die kosten nichts. Die kosten nichts. Ich lade dir das jetzt einfach nochmal hoch, das Video, weil ich habe einfach nur durchgezogen. Ja, ich habe gesagt, ich push hoch. Ich habe nur eine ADR. Ich push rein. Kostet 2500. Das kostet nichts. Ja, gut. Ja genau, weil er so lange zum Unfallen gebraucht hat und halt auch auf mich, in meine Richtung gefallen ja, hat. Ich hab halt ich hab auf ihn drauf gehabt. Ich wurde auch schon von Zivilisten angestoßen. Was denkst denn du so? Ja gut. Ja, Viererweste. Nee, ich hab keine Viererweste gehabt. War eine Dreierweste. Trotzdem einfach rein. Ja, ja, war eine Dreierweste. Hat die Viererweste eigentlich auch Antitränengas oder nicht? Nein. Dafür muss aufschließen. Das Bundesflash aber auch direkt, ne? Ja, ich bin außer Dienst, Burger. Ja! Hold. Oder? Richtig, über die Zeit haben wir natürlich alle neue Skins gekriegt. Ja, schauen wir uns gleich nochmal an, wo wir am Drohnen wieder sind. Fahren wir da erstmal hin. Gute Frage. Ich weiß jetzt ja nicht, ob das Kenzo war. Möglicherweise war das Kenzo. Kein Kenzo, falls du den kennst, aber. Ich weiß aber nicht, ob er wirklich stimmt. Ich will jetzt eine Schwachstelle erzählen. Und
bei der Unstars. Ich weiß nicht, ob er doch gemacht hat. Oder ob sie da selber einen haben, der das macht, aktuell. Da möchte ich jetzt auch nicht falsch erzählen. Ja, wir haben so einige Polizisten, die schon ein bisschen länger dabei sind. Und einige, die wahrscheinlich schon gefühlt 100 Mal wiedergekommen sind. Ne? Genau, ja. Wobei Herr Cordalis ist, glaube ich, wiedergekommen, erst vor einiger Zeit. Was sie mir gerade auch im Chat gehört, ne, wie er gequatscht hat. Dass wir jetzt für ihn Schlüssel aufmachen sollten. Also hier, als ich in das Fahrzeug aufschließen sollte. Weil er beim Gefecht ist er gefallen, hat sich vom Unster sozusagen helfen lassen. Und ihr wisst ja, dann ist ja unser ganzes Set-Inventar leer. Und somit hat er auch keinen Dietrich, um was aufzuknacken. Oh, jetzt müssen wir ja noch alle Polizisten verpflichten, die noch so da sind, so wieder in Dienst kommen sollen. Das paar Verbrecher eine Welle machen. Wahrscheinlich ist ja so, ihr wisst ja, wie das ist hier mit den Server-Einstellungen, sag ich mal. In dem Moment, wo vorhin noch ganz viele Cops da waren, da konnten sie sich dann als ZIF einloggen, weil, ich weiß nicht, ab 20 Cops könnte das wieder freigegeben sein, für ZIFs weiß ich jetzt nicht. Und jetzt hoffen die natürlich die ganze Zeit, dass die ZIFs, die eigentlich Cops sind und jetzt in Cop-Dienst müssten, dass die nicht rausfliegen aus dem Game. Weil wenn sie jetzt nämlich wieder neu connecten, dann haben sie das Problem, dass sie dann als Cop connecten müssen, ne? Crime-Time-Regel, genau. Ach, da gibt doch keinen Community-Ausschluss-Vibe, war das nicht für ein Quatsch. Ihr habt es euch so verdient, da kann man keinen Vibe machen. Ne? Das habt ihr euch alles reglich verdient. Bestimmte Bands, einfache Bands, ne, die wirklich halb so wild waren, die wurden sogar erlöscht, weil die kann man runternehmen, gewisse einfache Sachen. Aber so eine grundlegenden Verfehlungen werden niemals gelöscht. Also nicht von selbst. Man kann ja immer den Antrag schreiben. Ich weiß natürlich nicht, wie das... Ja, siehst du, bist halt für dich selber schuld. So eine Sachen sind natürlich dann noch schlimmer. Ich weiß nicht, ob die überhaupt jemals verjähren können oder ob die vergessen, verziehen, wie auch immer werden können. Also jetzt schauen wir erstmal hier hin. Und damit da halt diese Bankferien weitergemacht werden können, brauchen wir mindestens 8 Polizisten. Heißt also... Ja, wenn du sagst, dass du wirklich nur einen kleinen Fehler gemacht hast, dann lässt sich darüber bestimmt, also wenn du mal einen Entwarnungsantrag schreibst oder so, mit einer, ja, weiß ich hier, persönlichen Entschuldigung und was auch immer, darauf pochst, auf, wenn das wirklich nur eine Sache war, kann man da bestimmt mal so einen Versuch starten. Weil es gab jetzt sogar Community-Ausschlüsse, die zurückgenommen wurden. Also. Ja, doch, gab's. Jetzt gerade nochmal überlegt, aber ja. Nee, war auch so. Keine Ahnung von dem zum Beispiel. Kein Plan. Ist ja auch egal. Ist ja auch von Ahnung. Wir haben Discord, aber da ist nicht jemand, also. Da brauchst du nicht hingehen.
So, jetzt fahren wir hier einen Drogendealer ab. Wenn wir Glück haben, bekommen wir ein paar Informationen. Wer so alles Drogen verkauft hat. Oh, Heinrich von Heudesheim, Heiko Herrlich, Jimmy Black, Axel Schweiß, Thomas Tute, Andy Macht und Malte Teller. Das ist ja die halbe Insel war am Drogendealer. Das müssen wir natürlich ordnungsgemäß eintragen, ihr wisst wie das ist. Aber nicht im globalen, sondern im Gruppenkanal, weil im globalen wäre ja Quatsch, dann würde sich ja Jana freuen. Das hat auch eine Aufgabe, wir tragen das ein, sodass dann die Kollegen wissen, okay. Sodass die Kollegen wissen, wir waren da und dann da. Und eine Stunde später können sie dann wieder. Ihr seht mich gleich wieder. Richtig, die sind jetzt. Die sind jetzt automatisch auf der Fahndungsliste, weil in dem Moment, wo ich sie da beim V-Mann gerade erfragt habe, habe ich sie natürlich in meinem Smartphone auch sofort bei uns eingetragen. Bedeutet also, jetzt wissen wir genau, was los ist. Und wenn jetzt Kollegen die schnappen, dann haben sie halt ein Problem, weil sie dann natürlich die Strafe auch gleich auf die Brumm kriegen. Zement ankaufen. Also mal. Ich gehe einfach mal mit hoch um. Naja, ist blöd, vielleicht wollen sie das ja nicht, dann bleiben wir mal hier. Manche wollen vielleicht ja nicht im. So. Ja Leute, ich suche immer noch Rebellen bei uns, die Polizist werden wollen und die gerne mit mir dann auf Streife gehen und im Stream RP machen wollen, ne? Die natürlich auch, wenn es geht, einen entsprechenden RP haben, also die auch ein bisschen quatschen können. Da suche ich immer noch Freiwillige, die mich da unterstützen wollen. Weil ja bei unserer Kopfbelegschaft sieht die Bereitschaft dafür doch sehr schlecht aus. Und es ist doch schon ein bisschen lustiger, wenn hier im Stream zwei Leute sind. Und nicht, wenn ich euch die ganze Zeit wie ein Oberlehrer seitlich hier vollquatsche. Klar, so ein bisschen gut, oder macht euch das schon Spaß, verstehe ich. Aber das lockert ja auch die Gesprächsrunde, ne? Ja, siehst du, Announce ist da schon mal. Announce ist da schon mal ein Anfang, ne? Wenn. Na okay, das ist, da fahren die Kollegen schon hin. Wäre das schon mal ein Anfang, wenn dann welche dazukommen. Und jetzt muss ich gerade mal hochgehen, um einfach zu hören, was da gleich abgeht. Sollten solche Leute nicht so krassen Einfluss haben. 40, genau, der war bei 40.000 S-Dollar zwischendurch. 31.000 Euro. Ist immer noch. Jetzt geht er gerade wieder runter. Ja, weil alle ihn verkaufen. Die Leute, die noch was hatten? Die Leute, die den hatten, haben jetzt Panik-Sell bei 40k gemacht. Absoluten Panik-Sell gemacht. Hätten sie mal das alle nicht gemacht? Ich meine ja nur.
Okay, also bei 25k plus würde ich auch einen Panic Sale machen. Ich wollte gerade sagen, da wird jeder, glaube ich, einen Panic Sale machen. Bei 100 Euro plus kann man ja schon einfach verkaufen. Nö. Plus. Junge, Bitcoin den vertickst du erst, wenn er 10k plus hat. Aber bei 24k plus, Junge. So, ich bin mal weg, ne? Ich wünsche euch einen schönen Abend. Jo, Abend so. Da hast du halt einfach so Big Stongs gemacht, ey. Es ist unglaublich. Haben wir Zement oder was? Wenn da was ist. Oder soll was sein? Ja, wenigstens kann ich währenddessen schön mein Zwieback fressen. Fuck. Ich glaube, wenn wir das durch haben, gehe ich auch erstmal offline. Bisschen schlafen. Tesla-Aktie geht sogar. Ich dachte, die wäre teurer. Sowas verstehe ich ja auch nicht, solche Leute hier, ne? Die dann nie zur Seite fahren. Wenn man an dem im Blaulicht hier vorbei düst hier. Macht mich immer sehr aggressiv. Mhm. Oh, die Aktie ist teuer. Oh, ne. Was denn? Die Audi-Aktie ist bei 1300, Amazon bei 2,5 und Tesla ist bei 700 nur. Also nur in Anführungsstrichen. Hättest du mal vor Corona in Dings dein... In Amazon. Ja, Amazon, ja. Und dein Dings-Portfolio aufgefrischt. Aber vor Corona hätte man in die ganzen Online-Großhandel investieren müssen. Damit hätte man auch richtig Big Stongs gemacht. Zalando. Ab in Alibaba rein, let's go. Alibaba. Ja, wir sind vorbeigefahren, Feger. Ups. Ne? Ja. BTW. Habe ich gerade auch gemerkt. Contact Truck 1 Kilometer wet. Ja, da fährt doch was. Ah, wir fahren kurz an. Dann fahren wir wieder zum Gerät. Nämlich. Elektro, danke für deinen Sub, Prime Sub. 2 Monate schon, danke dafür. Ah, der falsche Button, siehst du. Und ich muss mich jetzt mal gerade konzentrieren, weil wir gerade zugreifen. Zu der Gerät. Oh, da war Shane. Der hat Safe Hops genommen. Richtig, wir haben Kaffee und Donuts, korrekt. Nein. Ah. Back. Ja, Bernd Lett kenne ich natürlich. Na, alles klar.
würde gerne dieses Gerät finden. Er geht in Richtung hier oben gefahren. Das heißt, es wird in Neo-Chori einzahlen gehen, weil es nicht dumm ist. Ja. War jetzt gewesen, ein Gerät hat den Tank, Fahrzeug überfahren hat. Nee, ja. Nee. Da stand irgendwer, hat einen Quillen geknackt, den haben wir angesprochen. Und sonst war hier nichts, nicht viel, außer Shane, der gesagt hat, da hat irgendwer irgendwen überfallen, nur haben wir nicht gesehen, deswegen. Okay. Der hat auch nichts mehr gemacht. Wir gucken jetzt einmal noch fix in Neo-Chori. Da ist ja ein rotes Gerät weggefahren. Aus dem Pferd hat noch ein Tempest abgedeckt einzahlen. Naja, das war ja, den habe ich ja gesehen. Die war ja da. Also, ich habe den gesehen. Aber ich habe nicht gesehen, was vorher passiert ist, logischerweise. Nee, geht noch nicht hier einzahlen, aber wir gehen hier trotzdem mal fix nachgucken. Ja, da ist da schon einer. Okay, nee, das sind zwei Dios. Da ist das Gerät. Na siehst du, hast du ja schon Glück gehabt dann. Oh. Ding, ja. Ja, der Gamut ging öfter mal raus zur Leier. In Ohren. Ja, wird schon immer mit der Ruhe. Nee, nee, hier ist kein Direktor. Petty Feger ist ja PK und die anderen sind nur Anwärter. Der ist schon lange kein Direktor, aber das ist der andere Feger, den du meinst. Wahrscheinlich. Barf. B. Wer ist ausgetappt? Herr Kiescheiber fliegt öfter mal raus. Nein, wir haben gar keinen. Und ich will es nicht. Ich habe meinen Mund dafür. Vielleicht hat der Donut. Hola. Mahlzeit. Haben Sie eine Donut dabei? Was ist denn jetzt los? Sie haben doch sicher meine Kollegen gefragt, oder? Wir haben nur das ist richtig, aber warte, die hatten keine. Ich versuche die. Warten Sie. Ein paar alte Donuts von heute früh habe ich bestimmt dabei. Hallo Harry. Ja. Hallo Andy, schön euch zu sehen. Guten Abend. Läuft, ja. Logischerweise durch Arbeitszeit, Schulzeit, was auch immer, wo die alle wieder zur Schule müssen, ist natürlich jetzt ein bisschen Ruhe. Auch bei den Kollegen.
So, der. Packst du mal hier hin, ne? Einen alten Donut für Gäste reicht jetzt, sag ich mal, nach dem Motto. Danke schon. Ich versuche ein bisschen die spezielle Spezialitäten von der Insel zu kosten. Ich habe Unkas Lollis alle durch. Von Pink über Blau über Grün. Von diesen bunten habe ich schon mal gehört, ne? Das ist richtig. Ich habe alle durch, alle waren richtig lecker. Ich mag die Pinken am meisten. Der hat so ein kleines Hello Kitty Muster drauf, das finde ich toll. Das finde ich echt toll. Ja. Also jetzt haben sie halt einen leckeren Donut, aber natürlich mit Polizeimarke, wie sie sehen, ne? Oben drüber. Ja, perfekt. Der kommt dann mal zusammen. Polizei. Ich glaube, ich muss schnell weg, bevor die Herren mich voll quatschen. Hallo. Ich will Anzeige. Die von den drei Polizisten, die haben mich schon gefahren. Die fahren jetzt weg. Fahrerflucht. Wenn sie Anzeige gegen Polizisten erstellen wollen, dann müssen sie natürlich zum Polizeiakku, das heißt also entweder nach Kavala oder zum Airfield. Und dort kann sie dann bei den Direktoren Anzeige oder eben Beschwerde gegen unsere Kollegen einlegen. Ne? Keine Ahnung, Peter ist zwar da, aber das auch nicht da. Machen. So richtig weiß man es nicht. Danke schon für den Donut. Mhm. Aber wissen Sie, was das beste Gefühl ist? Ich beschreibe Ihnen mal. Sie sind am Verarbeiter, okay? Und dann hören Sie einen so eine... Und dann freut man sich wie so ein kleines Kind. Ich weiß. Kann man davon ich freue mich immer wie ein kleines Kind. Da freuen sich die Leute hier richtig, ne? Jetzt kommen da irgendwelche Gangster. Ich hab, ja. Die hier gerade wahrscheinlich Sickert hier vorhaben. Gangster. Ich weiß nicht. Der Herr, der funktioniert nicht. Sie müssen hierher kommen. Ich wollte schon sagen, das ist doch jetzt nicht sein Ernst, dass er da hinten das aufbrechen will. Was ist denn hier für ein Kuddelmuddel? Bitte, Herren, hatten Sie noch eine Frage oder alles okay? Nur, also ich wollte Ihnen nur erzählen und deinen Donut abluchsen. Mehr wollte ich gar nicht. Hellas! Der wusste das gar nicht, weil ich muss noch mal eine Twitch, eine WhatsApp-Gruppe machen, wo alle Mods drin sind, um einfach denen nur Bescheid sagen zu können. Aber ja, mehr wollte ich gar nicht, ich danke Ihnen. Alles klar, dann viel Spaß, viel Glück noch auf Ihrer Streife. Na klar, mit Ihrem Ihnen guten auch. Mutter. Wäre schade, wenn ihm was passiert, richtig? Ja, wird schon. Perfekt, adios. Jo, ciao. Bevor wir aber jetzt nach Q fahren, fahren wir noch einmal ein ganzes Tier Grave, ja? Weil da habe ich ja noch mal einen DP. In 500 Meter. In 400 Metern. In 300 Metern. Habt ihr gesagt, der Herr Schimanski ist jetzt schon länger nicht mehr aufgetaucht, der Herr Ramazotte, wie er jetzt fest. Keine Ahnung, der muss wahrscheinlich noch den Weib verkraften. Hat jemand von euch den Herrn Schimanski bzw. Ramazotte schon mal irgendwann wiedergesehen jetzt? Nee, ne? Nee. Der hat doch Daisy, glaube ich, die ganze Zeit gespielt. Wusste ich nicht, okay. Na, jetzt siehst du. Also irgendwas. Hat er auf jeden Fall gerade was anderes zu tun. Aber das ist wieder, schon... die kommen doch alle wieder. Vor dem Wipe war ja auch ein bisschen länger, aber nach dem Wipe sind jetzt auch ganz viele alte Leute. Die Kniescheibe ist ja auch wieder gekommen und alles hier. Deswegen. Auch. Die Manzi kommen auch bestimmt noch irgendwann wieder. Auch die ganzen anderen wieder. Und man merkt ja auch, hat ja schon erzählt, dass in meinem Stream natürlich auch alle ganzen, alle unsere Banden mit, sagen wir mal, mit Permaban bzw. mit Community-Ausschluss, die stellen sich da alle vor und heulen, dass sie wieder rein wollen, ne? So wie der Herr Glett, der auch gerade hier zu Besuch ist und auch versucht, jetzt mal ein bisschen spaßig sich einzuschleimen, in Anführungsstrichen, ne? Weil ihm gar nichts bringt, weil ich hier nicht der bin, der ihm da durchboxen könnte. Ne? So. Ja, richtig, ich freue mich schon. Also kannst du, das war ja in Sofia, wo wir damals waren, Model Sofia, könntest du jetzt eigentlich schon mal anrichten, dann komme ich nachher nach dem Dienst vorbei, also kurz vor... Sagen wir mal 23.30 Uhr wäre ich da. Schnitzel würde ich nehmen, Kartoffeln. Ist zwar nicht Spargelzeit, aber gerne auch mit Spargel. Wo ist es? Bitte. Ich hab sogar noch ein Video mit Nightingale. Und so brrrr. Nee, im Dienst wäre doch gut. Im Dienst, da kann man Geld verdienen und noch Spargel essen. Also. Und noch Essen dafür Geld verdienen. Ne, Geld bekommen. Er war richtig sauer.
Ey, ich kann da nichts für das. Also, der ist ja halt sowas von da reingerannt. Ja. Kill is kill. Naja, das typische Motto. Aber dieses. Mann! Ja, ich wollte gerade sagen, das war jetzt Sound. Lustig war irgendwie auch Marek, der eigentlich, als kann wir sehen, wie er gerade als Ziff einloggen wollte, konnte aber nicht, weil er die Sperre ist. Hat er bestimmt abgekotzt. Ach, nicht ein Mann! Na gut, ich wünsche noch einen schönen Abend, ich bin erstmal. Ich bin auch mal weg. Warte. Ah, ich muss mich. Ich glaube, ich auch bin jetzt. Ciao. Siehst du, Peter, da bist du ja. Schon nicht zu sehen. Du wurdest schon verlangt. Guten Abend. Heiko, es wirklich nochmal gesagt, eine WhatsApp-Gruppe machen, wo die Mods drin sind. Dass ich euch Infos schicken kann, was ihr wann hier was abgeht. Oh, der Bernhard Hering beispielsweise ist auch wiedergekommen, glaube ich. Ja, glaube ich auch lange in Abstinenz. Ja, da. Man sieht immer wieder Namen, die man kennt und die halt einige Zeit nicht da waren. Frag mich gerade, ob die uns da eine Ausbildung machen oder was ist da los? Warum da 10 Leute? Achso, oder die Erklärung mit den Stunden, damit sie alle nur abgammeln und die Stunden haben wollen. Oder das? Das könnte natürlich die Erklärung sein. Na, ich mache mich da nochmal ab. Euch noch einen schönen Abend. Man hört sich. Ciao, ciao, gute Nacht. Ciao. Jo, tschüss. Siehst du, kann der Kiescher aber nicht mehr ballern? Haut er ab. Hm. Hallo, Migo, schnell zu sehen. Abend. Ja, die Rebellen belauern uns auch schon. Mal kurz, wo sich die Kollegen rumteilen. Ja, Bela, danke für den Host, ne? Danke dafür und dir natürlich viel Spaß weiterhin. Da siehst du, das ist doch mal eine Ansage. Wenn Bela auch eine Runde farmen geht und wenn er euch das gegenseitig so ein bisschen erklärt, dann kommt da rauf und unterstützt euch gegenseitig und könnt euch helfen. Und unter F1 steht ja auch sehr viel erklärt hier. Naja, grundsätzlich hat sich natürlich nicht viel verändert, also ein bisschen was. Hier unter F1 sind alle Sachen so ein bisschen erklärt. Ne? Alle Sachen natürlich, die du in altes Live nicht mehr weißt, beziehungsweise auf unserer Insel nicht mehr weißt. Bela meinte damit also, er holt sich die ersten neuen PC, wenn die Arbeitnehmer in Südostasien wieder stärker arbeiten und wenn entsprechend die Technik auch wieder günstiger wird, ne? Wie der mit der Schiffe zu uns geschafft wird. Der Riesencontainer-Schiffe. Ich bin wieder da und aktiv. Kommen. Schön UNCDAler, wir haben ja nichts gesagt. Genau, einfach mal wieder die Bullen nerven.
Ja Leute, ich hoffe, ihr habt alle schon und danke schon Wochenende genutzt und nutzt weiterhin. Ihr habt es ja mitgekriegt, bis morgen 16 Uhr geht ja noch die Post ab. Schauen wir uns mal Pilgers ein bisschen an, da sind dann ja auch viele Verbrecher sein, der sich da so rumtreibt. Ja klar, Bela. Weil wir ja auch alle im Lotto gewonnen haben und die dann einfach mal ein High-End-PC zusammen können. Wenn ich hier bei mir einen Spendenaufruf mache, PC oder Gaming-PC für Bela, den Mod von Daffy TV. Weiß nicht, ob das dann so klappt, ne? Hallo, Simt, schön dich zu sehen, ja. Und bitte, bitte für deinen Donut, dass ihr sagt, die Kollegen haben dir keine gegeben. Und du bist okay, möchte ich mal nicht so sein, hier Idiot. Jetzt habe ich in der Zeit ja nicht darauf geachtet, ob wir groß mit hier rumgesprungen sind. Weil ich mich mehr auf die Quatsche mit euch ganz so sehr. So. Oh, ja, 100 uns das. Bei 100 von der uns da kommen. Die 100 hört. Soll ich funken, oder? Leitstelle 100 von der uns da kommen. Eigentlich müsste ich schon, aber du kannst ja eine funken jetzt. Hört sie, komm. Ich bräuchte einmal eine Streife an der Zaros-Tankstelle. Da haben meine Kollegen ein paar Probleme mit ein paar Zivilisten kommen. Wir schicken jemanden vorbei, komm. Am besten schnell wird mir gerade gesagt, kommen. Ich hab ja nicht zugehört, wo haben sie das? Also Check, schicken jemanden. Komm. Wunderbar. Zaros Tankstelle. Ende. In Zaros. Naja. Zaros. Oh Gott, oh Gott. Da 110 für 100, komm. Ja, komm. Macht ihr euch mal auf den Weg zur Zaros Tankstelle? Da wird gerade ein Unster irgendwie bedroht oder sowas. Komm. Negativ, sind in einem Ausbildung, komm. Scheiße. Dann müssen, ich komm zu dir und dann fahren wir rüber von drüber. 100 Ende. Ich komm nach Kavala, du holst schon mal Fahrzeug raus, oder wenn ich dann halt ich, wenn ich da bin. Und dann, ja. Genau, dann starten wir einfach direkt quer durch, ist ja nicht weit. Migo, wie meinst du, musst DPs austragen? Bist du Briefträger oder DHL-Mitarbeiter oder sowas? Oder UPS oder? Migo, Gold kennt man ja, ne? Nova, wenn ich mich da nicht irre. Miko Gurt. Genau der. Achso, auf J4G, er will unbedingt seine Taro oder was? Oder willst du unbedingt die Blackfish? Wie viel hast du schon? Bist du bei 2000?
Wobei, ne, ich bin nicht der Meinung, Gott, nicht sagen. Du wirst ja keine Blackfish, so wie ich dich kenne, holst du dir diese Cayman, wie sie heißt. Du bist nicht der Blackfish-Pilot. Und jetzt kannst du mal auflösen, wer recht hat. Ich sag Blackfoot. Naja, ach so, na gut, Blackfoot, okay, gut. Also auf jeden Fall halt eins von diesen, sag mal, schnelleren Kampfhelikopter, ne? Eins von die Richter. Cayman. Cayman war richtig geraten, siehst du? So. Kavala, hast du gesagt, bist du? Jo. Kommen wir noch mit Schnellreise rüber. Wer Geld sparen will, Leute, der nutzt das normale Taxi, der kann dann eigentlich 2 Minuten weggehen. Und irgendwann ist man dann da. So. Die 100 fährt jetzt gleich laut Auftrag. Du fährst uns hin? Kann ich machen, aber ich brauche ein Auto. Jo. Ein 4WD, damit zerlege ich uns. Hey, SUV. SUV mit, ja, ja. Mit entsprechendem Eco-Chip. Sodass er länger fahren kann. Aber Eco? Hm. Was? So, das ist super Tuning. Beste, was du haben kannst. Kannst dir nicht vorstellen, ich muss gefühlt nie tanken. Ja. Im Verhältnis zu den anderen Kisten, ne? Mhm. Ja, na gut, der hat dich natürlich einfach überholt, ne? Hm. Haben sie gesagt, Zaros Tanke, Zaros Geldautomat, da? Zaros Tanke. Ah, okay. Naja, erstmal muss wieder alles richtig anlaufen, ne? Und erst Leitstelle bei... Fukuhila von der Unster, kommen! Hör dich, kommen! Jo, du sag mal, ist Bank eigentlich noch aktuell, oder ist das einfach nur Sperrzone draufkommen? Ich bin dumm. Wiederholen, komm. Du bist tot, nichts an. Ist die Bank noch aktuell wegen der Schießerei, die da markiert ist auf der Karte, oder ist das so ein Ding der Vergangenheit kommen? Dürfte ich mir antworten müssen, die anderen machen. Ja, können die. Müht ihr dich im TS? Das ist das Problem, wenn du die Leute funken lässt und gleichzeitig fahren, kommt so weit bei raus. Ich habe ja schon das Problem, wenn ich immer bei euch wenn ich alleine fahre und dann zu euch in Chat gucken muss, dann habe ich schon Probleme, halt nicht irgendwo reinzufahren. Aber man möchte jetzt ja den 10 und uns hier die alle auch aufgeben. Wunderbar, danke für die Info und das Ende. Was soll passiert sein? Wir sind einfach nur in ein Schild reingefahren. Wir hatten 100 Leben. Der Kollege fährt in ein Schild. Jetzt sind wir tot. Genau, wir nutzen ab bald alle einen Tesla. Mit Autopilot, dann können wir genau sagen, ich möchte jetzt an die und die Stelle. Und dann fährt uns der Tesla hin, dann können wir aussteigen. Dann brauche ich nur noch in das Haus gehen und dann nur... Waffe auflegen und ab und feuern, ne? Genau. Genau. Das ist so, als ob Any Auto fährt, ne? Oder blinde Kuh spielen, oder was soll das bedeuten? Nach dem Motto, nur ein Blinder findet auch mal ein Korn, ne? Jetzt kommt gleich dünnes Eis. Dünnes Eis. So. Ja, Harry, was ist los?
Richtig, ich bin tot. Durch unseren Kollegen, der Mask, der ist leicht links abgebogen. Genau. Ich habe jetzt gerade die Unze angefordert, weil sie ja mit 10 Leuten da ist. Ja klar, Peter, das ist ja typisch. Das ist ja immer das Problem, dass man dagegen fährt. Ne? Gegen die einzige Sache, die da ist. So wie ihr seht, kommt jetzt auch gerade unser Skedar. So wie es aussieht, ist er auch mit einem Fahrzeug unterwegs, weil er nähert sich langsam. Und sieht nicht so aus, als ob ein Heli kommt. Für mich sieht das eher aus, als wäre... Okay, kurz sah es aus, als wäre er zu Fuß unterwegs, finde ich. Hm. Ja, jetzt nicht, oder? Na gut, könnte natürlich. Nee, war kurz so langsam, ja. Ey. Da wahrscheinlich erstmal den Ort gesucht. Die laufen. Na okay, dann passt es ja doch. Von der Geschwindigkeit her war das auch gefühlt so, als ob sie Red Gold drin haben und ob sie rennen. Aber hast du recht, wenn die so viele sind, dann können sie zu Fuß die ganzen Bereiche abdecken. Jeder macht ein kleines Stück. So. Machen wir schon mal den Ton aus, weil die werden mich ja gleich vollquatschen. Mahlzeit. Wunderschönen guten Tag, der Herr. Ah, okay. Der ist mit dem Panzer da. Was ist denn hier passiert? Ja, fragen Sie mal meinen Kollegen. Ich war gerade auf dem Weg zum Einsatz, um Ihre Kollegen zu unterstützen. Und als ich kurz mal mit Ihrem Chef gefunkt habe, oder wir, ist er danach links irgendwo eingerastet. Achso, ja, ich werde Ihnen dann hier mal ein Pflaster schnell geben. Oh, Dankeschön, der Herr. Jetzt nicht wirklich viel besser. Man kennt sie halt, die Cops, ne, die nicht Auto fahren können. Mhm. Wir haben ja nicht so eine schwer gepanzerten Fahrzeuge wie Sie, die da kein Problem mit haben. Ich versuch's dann mal, ne? Ja. Ich darf die leider noch nicht fahren. Ich bin noch nicht so schlecht genug. Naja, ist doch besser. Ist doch besser. Ich steh mal auf, der Eck. Versuch mal, ne? Ja, versuchen Sie's. Kann ich denn nebenbei schon mal versuchen, meine Kiste auf... meine Kiste. Hier, mein Essen trinken aufzuheben? Natürlich, natürlich. Danke, der Herr. Sie können ja weiterreden in der Zeit. Hallo. Nicht damit die Ameisen Sie hier noch... die Koffer hier noch aufessen. Und einfach liegen bleiben. Bitte der Versuchung, sich via Kreisel zu drehen, unterlassen. Und da sind wir da auch schnell wieder. Ah, der gefällt Ihnen, oder? Das gepanzerte Ding hier. Auf jeden Fall. Gibt ja nichts Besseres. Ja, schön. So, das sollten mal die offenen Lüften. Ja, das ist auch perfekt, das Teil. Unkaputtbar. Wie geht's Ihnen sonst anders? Was ist das für ein Objekt? Wo kam der jetzt her? Wurde der per Schiff geliefert? Oder? Nee, ja, das Ding ist hier. Ja, aber kam er per Flugzeug, muss er per Schiff gekommen sein. Oder per U-Boot. Ja, natürlich kam das per Schiff. Nee, das kam schon hier per Schiff. Und diese Variante. Von welcher Firma genau, das kann ich nicht sagen. Und die Variante testen Sie jetzt gerade hier für Ihre. Für die UNCDA-Abteilung, ja? Ob Sie sich davon mehrere beschaffen? Den mit. Ja, genau. Da ist jetzt hier bloß hier so ein Prototyp. Deswegen auch die komische Lackierung. Ja, damit man die Konturen hier nicht so gut erkennen kann. Sie kennen es ja von den namhaften Autohersteller machen ja dasselbe. Na ja, klar. Sie meinen den R-König, ne? So. Und im Endeffekt, der Vorteil ist ja, jetzt haben sie das Ding gleich so hingestellt, dass man es gar nicht mehr sieht. Hat sich genau in den Berg reingepasst, ne? So ist es. So ist es. Sieht so aus es. Wie der Berg. Man kann es eigentlich fast nicht mehr erkennen. Huch, jetzt bin ich schon dagegen gelaufen. Ja. Vorsicht, nicht zu schnell, nicht dass mir gleich. Ja, ich mach langsam. Gehen wir mal kurz zu den Kollegen. Ja, genau. Haben wir da mal noch was dazu? Vielleicht einen Reifen dran knallen. Boah, puh. Wäre schon möglich. Ja, Mask, wir müssen jetzt so oder so zurück, ne? Zurück nach Kavala. Ja, ich weiß. Das würde ich nicht sagen, aber wir scheuen die körperliche Arbeit. Was? Sie sind ja wie unsere Direktoren. Ja, bitten. Puh, das haben jetzt aber Sie gesagt. Ja, klar, wer sonst? Holen Sie doch mal den Dr. Sigi Gauger an, der kann man hier eine Runde mit anpacken, oder?
Also ich habe gehört, der Dr. Sigi Gauke hat zwei rechte Hände, also der könnte das Naja, sehen Sie, besser als wir Linke, ne? erledigen. Ja, ich habe nämlich hier eine Beeinträchtigung, zwei linke Hände. Ja, einen. Einen? Ja, gut, wir haben auch noch einen. Wobei, haben wir welche? Wir haben ein Kettenfahrzeug. Gustav, was ist los? Und der Herr, sie immer das Problem, dass sie nicht richtig sehen kann, ne? Sie schießen immer daneben, oder wie war das? Hat mir mal irgendjemand erzählt. Wie bitte? Irgendjemand hat mir mal erzählt, dass sie bei der UNCDA, dass sie bei der UNCDA arbeiten, weil sie halt nicht Polizei, naja, sie wissen schon. Lassen wir das Thema. So ähnlich wird es gewesen sein, ja, so und so ähnlich. Also ich habe auch gehört, damit ich sehr schlecht im Zielen bin. Ich muss erst ein Papiere trinken. Genau. So, jetzt wir helfen wir erstmal Ihren Kollegen hier. Helfen Sie dem mal mit, kann ich sehen, dass Sie hier rumstehen und schmarren. Ja, sicher kann das hier sein, damit ich nicht schmarre. So viele. Es kann ja auch bloß einer arbeiten. Machen das hier. So, ui! Hey, kommt wieder hoch, passen Sie auf. Bist zu viel Luft, bist explosionsartig. Bist zu sehr aufgepumpt, die Reifen. Ja, ich glaube, der Eco-Chip, der da drin ist, ist. So viel Druck auf den Kompressor, ne? Da drüben, bei dem Panzer. Ja. Wenn man zu viel Druck hat. Hochleistungsaggregat. Na, hoffentlich haben sie jetzt keine Hüpfburg, mit der sie herumspringen. Wobei halt auch was. Aber gucken Sie mal, für sowas werden hier Steuergelder verbraten. Hier ist sogar Polizei spiegelverkehrt draufgeschrieben. Das darf doch eigentlich nicht passieren, oder? Das ist doch ein Fiasko. Ja, wenn es zum Rückspiegel kann man nichts machen, ne? Genau. Spiegel, dann sehen Sie wieder normal. Dafür ist es da. Macht ja auch Sinn, ne? Weil der Rückspiegel der anderen ist auf der Seitentür von uns immer, ne? Macht ja Sinn. Ja, wenn ihr in der Wand reinknallt, dann schon, ja. Mhm. Hallo Marcel, schön dich zu sehen. Bitte, dann bedanken wir uns und wir unterstützen dann gleich Ihre Kollegen, wenn wir wieder ausgerüstet sind, ne? So ja, ist es. Angenehmen Dienst, genau. Passen Sie auf Sie und trinken Sie nicht so viel. Angenehmen Dienst und einen wunderschönen ein bisschen. Guten Abend. Ja, nehmen Sie nicht mal so viel Schilder mit. Na, wir versuchen es. So ist es, ja. So, da waren sie, die Kollegen. Haben wir schon mal 2 von 10 beschäftigt. Die schon mit. Jetzt wisst ihr, warum die so eine Geschwindigkeit drauf hatten. Die sind mit dem Panzer gekommen. Deswegen waren die nicht so schnell wie ein SUV, aber hatten halt eine entsprechende schnellere Geschwindigkeit als PKW. Ja, keine Ahnung, ob hier jemand für uns Kekse backen möchte. Aber die Frage ist ja danach auch noch, wenn die Kekse gebacken wurden, ob wir überhaupt welche abkriegen, ne? Das ist noch das zweite Problem. So. Dann fahren wir nachher trotzdem noch dahin. Ne? Wo war das? Azarus-Tanker. Ja, wir fahren trotzdem da noch vorbei. Wobei da wahrscheinlich nichts mehr ist, aber man kann ja einfach mal Präsenz zeigen. Ja, kommen. Ich funk mal. Hört sie, komm. Ja, aufgrund ihres kleinen Unfalls und die Verzögerung sind sie jetzt nicht mehr in Zaros zu gebrauchen kommen. So verstanden, komm. Wunderbar, danke trotzdem, UNCDA in der. Ja, bin SUV-Fahren einfach nicht mehr gewöhnt. Ja, ist ja nicht schlimm, wie passiert hat. Ja, siehst du, jetzt brauchen sie uns nicht mehr. Wir sind draußen, haben sie gesagt, wir können abziehen. Leute, die UNCA ist ja lost, sagst du, Herr Cameo. Du bist doch selbst der loste Typ, der da gerade war. Wir kennen doch uns Pappenheimer. So. Nehmen wir uns mal noch ein paar Magazine mit, weil wir es ja nie. Meistens brauchen wir sie ja nicht, aber kann ich schauen, ob man es hat. Was meinst du, Gustav? Leitstelle 100 von der Unzack. Hört sie, kommen. Bleib stehen jetzt erstmal. Meine Mitarbeiter werden in Zaros gerade entführt. Ein paar Truppen von ihnen wären schön. Wir machen uns da jetzt selber auf und auf den Weg. Ja. Ja.
fahr du, ich funke unsere Kollegen an. Wir sind auf dem Weg. Komm. Achso, die stimmt, die sind ja in der Ausbildung. Ja, bringt sanft. Wunderbar. Und so. Jetzt, stimmt, die machen Ausbildung, können wir. Muss fahren wir alleine dahin. Ist ja kein Problem, ja. Wir schalten alle aus. Wir machen, wenn ja, wir der. Ja, Laserkanone. So, genau, du fährst vor, ich mach dann nachher, und wenn ich dich treffe, ihr wisst ja, wie das. Mach ich nachher den, wie heißt das? Der tödliche Entscheidungsschuss, ne? Der kommt dann von mir. Ach, ich überroll die einfach am Anfang. Aber mit der mal, ADR und ihr seid bei uns ja gerade mindestens 8, na gut, er hat ein paar Fässchen genommen, sagen wir mal 7 oder 6 Leute. Rüstet euch mit Waffen aus und überfallt mit uns. Greift mit uns zusammen an, denn wir verteidigen euch ja nur. Wobei, das ist ja dann dritte Partei. Am besten kämpft nur ihr und wir gucken zu. Das wäre wahrscheinlich von der Mannstärke her noch am sinnvollsten. Da ich aber nicht weiß, ihr habt bestimmt nur kleine Waffen, ne? Habt ihr ja Zaros Tankstelle. Geiselname UNCDA. Wer sowas macht, der ist ja schon ein Mensch lost. Also da müssten eigentlich ein paar persönliche Differenzen mit den Leuten sein, ne? Wahrscheinlich. Naja, dachte ich mir auch, ob die Cops ankommen oder nicht. Mit ein bisschen Glück bekommt man noch Abzeichen. 45. Ach Mist, jetzt zeige ich mich ja nicht komplett ausgerüstet. Na egal. Bisschen Essen, Trinken habe ich bei mir nicht. Ich habe ja keine. Wenn er nachher welche festziehen müssen, musst du das machen. Die Sache habe ich gerade vergessen. Keine. Hast du vergessen, ne? Hab auch keine Anstellen. Ah, gut, egal. Dann schießen wir halt. Ja, wir rühren. Geht ja nicht anders. Warum? Wir können ja nur schießen. Wir tasern und wir tasern die Leute immer weiter. Vielleicht hat er jemand, hat er uns da vielleicht von irgendeinem Rebellen hier noch irgendwie Handschellen bei, genau. Zusteckt bekommen. Nehmen wir sie fest. Guck mal, angeblich sind sie doch dabei in der Ausbildung. Warum schießen sie denn? Tolles Call. Ja, schön. Unser Pech, wir sind schon im anderen Einsatz. Muss ich überlegen, wie war das mit der Bestätigung? Ach, Enter. Gib ihnen einfach mal eine Sperrzone. Wo sind denn die jetzt hier genau? Keine Ahnung, was ist man das? Das ist ja so ein 100 Helikopter. Ja, wenn sie es als geil sehen nochmal, dann sind sie natürlich nicht mehr hier, ne? Quatsch mal erstmal mit dem Unster da. Aber die wollen mir ja nicht erzählen, dass sie hier 100 Leute als Unster als geil sehen nochmal. Die wollen, glaube ich, hier mit einem Spaß mit uns machen und wollen uns hier überraschen mit einer Party. So sieht das eher aus, ne? Mit den ganzen, mit den 100 Fahrzeugen hier. Party hart mit der UNCDA. Das sind doch alle angerückt, das ist doch hier ihr neuer Außenposten. Jetzt. Du kannst ja mal den UNCDA da anquatschen, der da steht. Na, der weiß nichts. Die hören mir doch jetzt nicht erzählen, dass sie hier
mindestens halt 5 Leute haben. Das Gangversteck können wir mal nicht suchen. Also, geteilt aus. Sekunde. UNCDA für 100, komm. Ich höre dich. Wo genau ist denn jetzt hier Phase? Komm. Ich komme zu eurem Fahrzeug, hol euch ab, kommen. Check, wir warten da, komm. Ah, nee, scheiße. 100 Ende. Wo ist denn die Karre da hinten? Ah, da sind sie. Ja, genau, ja. Moin, kommt einmal mit. Wie gesagt, die verstecken sich da. Nee, war schon ernst gemeint. Also, er hat dann aber auch nachgegeben. Komm mit. Einmal der Herr und dann ist hier noch ein zweiter im Taucheranzug, der da auch mit beteiligt war. Den weiß ich allerdings nicht, wohin ist. Nicht Taucheranzug, schwarzer Anzug. Einfach nur schwarzer Anzug. Grüße! Also einmal der da. Ich habe hier nichts zu tun. Ich stehe nur da. Bleiben Sie mal hier stehen und erklären Sie erstmal, was genau passiert ist. Naja, mein Kollege hat, glaube ich, zu viel am Wagen gelassen. Wir haben hier einen Zivilisten vor Ort, der ist leicht psychisch gestört und der sagt, dass wir alle sterben werden, weil mutierte Jedis hier rumlaufen, etc. Und wo ist der? Naja, wir haben versucht, der ist abgehauen von uns. Der ist jetzt richtig. Ach, das ist dieser Taucher, von dem ich gesprochen habe, mit dem schwarzen Anzug, oder wie? Nee, kein Taucher. Der trägt diesen schwarzen Anzug. Den kann ich. Trainingsanzug trägt er. Ja, ja. Und der rennt hier durch die Gegend. Hat auch eine Gasmaske auf, weil er sagt, dass die Insel verseucht ist. Und dass wir sie über eine Maske holen sollen. Wir wollten den schon einfangen für die Psychiatrie. Er konnte mich irgendwie überwältigen in seiner Ecke und hat mir dann irgendwie Handschellen angelegt. Kurzzeitig. Das ist frech gelogen. Der Typ ist auf jeden Fall irgendwie gefährlich. Nein. Der hat Handschellen und eine Langwaffe dabei. Die Handschellen hat er nicht mehr. Hat irgendjemand von Ihnen ja Handschellen dabei? Wenn uns... Nee, leider nicht. Gut. Die Ulster haben, glaube ich, keine Handschellen. Sonst würden wir natürlich den Taser einsetzen. Da wir aber gerade im schweren Effekt waren und auch unsere Handschellen nicht bei haben, nutzen wir einfach mal die MK-14 mit einem Rettungsschuss. Und danach, ne? Oder wie? Ah, ja. Und danach müssen sie dann ran, ne? Jo. Also schießen immer mit Absicht nur im Arm, ne? Im Arm oder im Bein, damit sie danach arbeiten können. Was halten sie davon? Naja, das kriegen wir hin. Sie wissen ja, wie das ist der Herr. Finaler Rettungsschuss, wo noch niemand von hört. Ich finde das ein bisschen übertrieben im finalen Rettungsschuss. Nee. Also im Endeffekt, wir nutzen den Taser, aber das Problem ist natürlich, ohne entsprechende Handschellen kriegen wir den Herrn natürlich dann nicht in ihr Fahrzeug. Wieso fahren Sie denn ohne Handschellen los? Wenn wir ständig im Einsatz sind, dann wäre irgendwas verloren jetzt. Ich würde sagen, wir machen es so. Sie sind jetzt hier, der kann Ihnen ja nichts, also der wird Ihnen kaum was machen. Heißt also, Sie klären bitte mit auf. Wenn Sie ihn gefunden haben, funken Sie uns an. Ne? Klären Sie hier die ganze Stadt auf. Und wir sind auch unterwegs. Werden wir auf jeden Fall machen. Ja, und irgendeiner von den UNCDAs, der sehr freundlich ist, müsste mir mal ein bisschen Red Gull zustecken, weil ich bin. Kommen Sie mit. Perfekt, ich danke. Bitte, Herr, und Sie bleiben bei der Tankstelle, dass wir Sie nicht aus Versehen verdächtigen. Bitte schön. Ja, ich, bleib da, wo ich danke. Genau. Kein Problem. Ich bin gerade ein bisschen überfordert mit der Situation. Du kannst ja, hol dir mal das Auto. Dann kannst du. Ah, ne. So. Naja, der ist ja nicht blöd, der wird ja mitkriegen, wo wir sind. Deshalb werde ich mal. Wie war das gemeint mit finaler Rettungsschuss? Das war ein Scherz. Naja, wir können da nichts machen. Wir haben einen Taser, wir haben keine Handschellen. Die einzige Chance, die wir haben, ist, wäre jetzt in echt, den in die Schulter zu schießen. Und danach eben dann festzubinden auf der Trage, weißt du? Das ist ja. Verstehst du? Ja, der finale Rettungsschuss ist natürlich was anderes. Der finale Rettungsschuss ist der Schuss des Snipers bei einer Geiselnahme, um den Täter halt zu töten und die Geisel zu befreien, wenn die Schusswaffe frei ist. Genau, falls du da schon mal davon gehört hast, so arbeitet die. Und normalerweise würden wir jetzt einfach den Taser nehmen und würden den Herrn halt festnehmen. Genau. Da wir aber keine Handschellen bei haben und nichts bei haben,
sind wir raus. Und da die Kollegen da unten selber oben selber kämpfen. Ich gehe mal in den Berg hoch und schaue mal, ob man da mehr sieht. Ich schreibe den Herrn zurück. Schauen wir mal, ob die Monster den irgendwie findet. Und wir gucken mal auch so ein bisschen. Jetzt wäre eine Hellcat geil zum Spotten. Schön ja, tamal. Aber der muss sich ja nur irgendwo im Haus verstecken. Theoretisch brauchen wir nur schauen, was der andere, was sein Kumpel macht. Komischerweise sehe ich ja keinen Arzt, der hier gerade rumrennt. Hatten die wohl alle keinen Bock, wa? Ne, sind gerade mal die Hellcats durchgezogen. Hm. Ja. Dann gucken wir, ob wir hier unten noch jemanden sehen und dann hauen wir hier auch ab. Macht ja keinen Sinn. Leute, Einsatzabbruch wegen, wir finden sowieso keinen. Weil so wenig Leute sind. Oh, so ein Troll. Komm mal her hier. Der ist jetzt zu mir gekommen, der liegt jetzt genau vor mir, weil hat sich am Berg hinter mich. Ach, der liegt jetzt bei dir. Weil er im Stream gesehen hat, wo ich bin, und jetzt liegt er hier und freut sich. Komm mal zu mir, bring mal das Auto hier unten her. Oder ja, dann kommen Sie mal mit, ne? Ich hab keine Handschellen bei, das ist jetzt Ihre Chance. Seien Sie so nett und, steigen Sie bitte unten in ein Polizeifahrzeug ein. Nee! Jetzt rennt er weg. Peter von Sille ist es. Lass ihn wegrennen, wir können ihn sowieso nicht fixieren. Bringt also nichts. Wir hauen wieder ab. Ich sage, du brauchst ihn nicht verfolgen. Wir können ihn sowieso nicht fixieren. Lass ihn wegrennen. Mann. So kann man es ja auch versuchen. Schade. Alles klar. Gut, dann hat er sich. Schwarz und schwarz, dann habe ich es nicht gesehen, aber dann kannst du ja mal sehen, was ich für ein Hüter-Fährtensucher bin, wenn er schon vorher da war.
Also genau den richtigen Berg erwische. Der rote SUV, der gerade da entlang gefahren ist, ist er eingestiegen. Ja, wir können nichts machen, wir haben ja keine Handschellen. Können Sie einfach wieder abziehen. Okay. Jo, ciao. Gut, wir fahren jetzt erstmal. Rüsten uns wieder aus. Fahr nach Mitte, fahr durch nach Mitte. Ja, bestimmt, Mitte ist dichter. Ja. Ja, das passiert, wenn man kurz vorher Sturm ist. Dann sind wir schnell zurück, weil wir unbedingt zum Einsatz wollten. Und dann haben wir doch wirklich beide unser Z-Inventar vergessen. Weil wir ein paar Sachen aufgehoben haben, aber natürlich beim Aufsammeln hebt man nicht alle Sachen auf. Die Sachen, die dann wegspawnen, vergisst man halt immer. Und deshalb hat da gerade keiner dran gedacht. Das ist die ganz einfache Erklärung, warum die wichtigen Sachen fehlen. Oh, Markus Kraft von NO wurde geschnappt. Ticket über 1,2 Millionen. Herr Snoo, du hast es dir verdient, wa? Alter Gangster. Wobei, das könnten natürlich auch alles Blitzerfotos sein. Aber wie gesagt, wenn ihr das alle besser machen wollt, Leute, dann bewerbt euch als Cops, ne? Dann 1,50 € Stunde, dann macht er mit. Und genauso freuen wir uns natürlich auch über jeden Streamer, der streamt. Und ja, also an sich, wenn man jetzt ehrlich ist, bietet sich der Cop-Dienst und der Unzer-Dienst natürlich sehr an. Weil da verrät man nichts von seiner Gang. Das sind ja auch immer so die Sachen, die eigentlich dagegen sprechen. Weil da ist es ja dann schon persönlich, sag mal, wenn man da Sachen verrät. Aber hier jetzt bei den großen Gruppierungen, egal ob Cop oder Unster, da ist es dann eigentlich egal, weil das ist. Das ist dann halt so. Nicht so wild, das ist alles vom Staat finanziert. Da kriegen wir ja nur das Geld, was wir halt bezahlt kriegen mit unserem Chefs. Wieder. Das kann aber auch ein Nachteil sein. So wirst du sicher einige Inhalte der Insel nicht kennenlernen. Du kannst natürlich auch eine Ein-Mann-Gang sein, wenn du willst. Eine Ein-Mann-Gang-Firma, wie auch immer du das nennst. Da bist du dann allein unterwegs. Gab so einige, die immer wunderbar für eine Gangs hatten, komischen Namen, die man nie gesehen hat und die immer nur alleine da unterwegs waren. Das haben oft auch Cops gemacht, die dann halt ein bisschen Ziffi gespielt haben. Und die haben sich dann irgendwelche Wunder-Gangs ausgedacht. So.
Jetzt holen wir uns mal ein paar Sachen. So. Okay. Wir sind noch im Einsatz markiert, oder? Also hier nicht im Einsatz, sondern Blaulicht ist noch angewiesen, ne? Ja. Jetzt ist es aus. Und dann, dann würde ich sagen, gucken wir mal, was noch so geht. Haben wir Hauptstraße Richtung Kavala. Vielleicht passiert noch was, wo dann auch die anderen Kollegen dazukommen können. So, das war dann wenigstens mit vier Mann noch. Am besten irgendwas vor Kavala oder so. Ja Leute, wenn noch Verbrecher da sind, wir treffen uns kurz vor Kavala. Macht irgendwas, wir sind da. Wir sind dann zu viert. Ihr seht, die Tanker stehen bereit. Für alle, die die DP-Punkte fliegen, ne? Die haben ihre, schon ihre Tanker am Flughafen zu stehen. Fliegen dann kurz ran, betanken sich und weiter. Ist hier überhaupt ein Unster? Ah, okay, die machen da. Okay. Ich dachte schon nicht, dass sie die zwei Fahrzeuge geklaut haben, ne? Und dass sie die bis abgestellt haben. Und ihr seht ja, Leute, das ist ja alles jetzt hier gerade nur ruhig, ne? Das ist ruhig. Das ist so ein Ausklingen. Wenn man natürlich von, sagen wir mal, von 18 bis 22 Uhr da ist, dann hast du ja gefühlt alle paar Sekunden Gefecht. Und weil alleine ja, ihr führt hier die Bank. Die Bank ist vorbei und die führt 5 Minuten später jetzt wieder los. Schon sagen, was war das, aber das war nur ein kleiner Helmet. Alles okay. Und welche Pläne hast du so als Zip? Was machst du da? Hast du da schon eine bestimmte Anzahl Blutdiamanten oder machst du auch TP-Punkte oder was ist so? Herr Fokuhila, du bist gemeint. Ach, ich? Naja, ich hab jetzt, deswegen habe ich dich jetzt bewusst angesprochen, weil ich dachte, du denkst bestimmt, ich quatsch mit dem Stream, ne? Deswegen. Ja. Nee, keine Ahnung. Ich habe gerade knapp 100 Blutdiamanten, also ein bisschen über 100 Blutdiamanten schon. Das ist doch schon eine Riesenzahl. Wie hast du das so gekriegt? Alles ohne was, machst du so? Was machst du so? Einfach gefarmt. Einfach nur gefarmt. Also ihr hört, Herr Fukuhila ist fast 24/7 am Farmen. Nein. Aber er weiß mehr wahrscheinlich, wo es die Blutdiamanten gibt. Dann farmt er richtig halt. Er steht wahrscheinlich die ganze Zeit nur am Uran, wo es so schwer ist, weißt du? Alles Mögliche. Alles Mögliche. In welcher Firma bist du? Seth. Achso, also bist du mit mehr Masur unterwegs. Ja, ja. Ja, dann wissen wir ja auch, was du farmst. Ich will jetzt natürlich jetzt nicht sagen, Leute. Grüße ihn raus, aber wir wissen es. Naja, und die B-Punkte habe ich aufgegeben. Warum nicht?
Die 400 sind doch relativ simpel, Stück, ne? Und dann kein Bock mehr. Bei 340 ja. Hast du keinen Bock mehr? Ja. Was ist denn mit dir los? Einfach zu lange gemacht. Ist ja egal, aber jetzt setze dir die Aufgabe, du machst halt von mir aus jeden Tag 10. Reicht ja. Danach machst du wieder was anderes. Dann bist du wenigstens in jeder Woche fertig. Ah, nein, das ist mir schon zu viel. Naja, gut, aber das bringt ja nichts. So weit kannst du machen, wenn du bei 400 bist, dass du erstmal aufhörst für einen Monat. Ne? Leute, kurz vorm Ziel aufzuhören, ist ja richtig lost, oder wie seht ihr das? Wir haben auch so einen Kandidaten, das ist der Herr Mainz, der ist genauso wie du. Erzählt uns immer Wunder, wie viele DP-Punkte er fliegt. Dann fliegt er 2 DP-Punkte, stürzt ab oder auch nicht, und dann hört er wieder auf. Und der ist auch so wie du. Ja, 300, ich stürze ja nicht ab. 320, 330, irgendwo da. Mit einer kleinen, mit einer kurzen Anstrengung hätte er seinen Taro. Ne? So. Aber Leute, ich muss ja ehrlich sagen, die Taro tanken ist doch viel zu OP. Ne? Das seht ihr doch genauso. Viel zu OP. Besonders nach dem Wipe. Ja, meine ich ja. Jetzt siehst du ja erstmal, wie extrem es ist. Natürlich ist die Frage, wie das sich später entwickelt, wenn wir wieder unsere Gamuts haben. Ne? Mal schauen. Ja, ich weiß jetzt schon, dass ich mir kein Gamut holen werde. Ja, muss ja nicht. Ist ja nicht. Nee. Schön Xian. Na, ich find halt der Gamut mit Efrico entsprechend mit 2500 auf dem automatischen Farm, automatischen Verarbeiten ist halt einfach besser. So. Machen wir jetzt mal kurz Quatsch mal eine Runde. Oh. Wenn wir hier mit dem Autofriedhof eine Runde rumlaufen, können wir ja mal machen. Ja. Mal recht in Ordnung checken, ob alles okay ist hier. Schon gesehen, ein Taro steht rum, Gerät. Ja, packt lieber eure Waffen weg. Ja, ich weiß, sofort, chillt. Meister! Hallo! Hört sich aber nicht in der Öffentlichkeit einfach zu furzen. Mahlzeit. Hallo. Ich habe gerade einen Kontostand von 37,267384 Millionen. Was ist denn hier los, Herr? Keine Ahnung, das gehört nicht mehr, ne? Sie sehen so aus, als doch, ob sie gerade. Ob sie gerade Schildkröten gejagt haben. Also. Nee, das gehört nicht mehr. Okay. Naja, glauben wir ihn das mal. Ein Herr hat gesagt und der hat das auf den Boden gelegt, aber wer, ich weiß nicht mehr, wie der Herr aussieht. Nein, ich nicht. Nein, ich weiß nicht mehr, wie der Sie Herr Sie meinen den aussieht. Herrn hier, der neben mir steht, der gerade, der die Sache, die auf seinen Rücken ist, in sein Fahrzeug packen will, ne? Den meinen Sie, oder? Hallo, ich könnte Ihnen sagen, ich könnte Ihnen sagen, hallo. Ihr Kollege, der hat Probleme. Darf ich mal kurz Ihre Waffe angucken? Herr Mess, ziehen Sie ruhig durch. Ziehen Sie durch. Ich will mal kurz Ihre Waffe angucken. Sie gucken hier gar nichts an. Die habe ich noch nie gesehen. Ja, bitte. Pech, ne? Wenn Sie so nicht gesehen haben. Ja. Dann packen Sie Ihre weg. Sie gucken ja schon, packen Sie. Moin, Leute! Moin, Meister! On her pussy. Curious George. Hier ist eine Frage, hat jemand eine Werkzeugtasche zu viel ja, für mich? Ja, bringt mir nichts. Können wir hier wieder abhauen? Nee. Die machen sowieso nicht. Naja, wir wünschen noch schönen Tag, auf Wiedersehen, wir müssen los. Eine Frage, haben Sie da eine P90 auf Rücken? Das wieder, ja. Rushen Sie gerne B?
Rasch bist du, Kavalier! Ja, genau. Hier, das. Polizei, ich hab ne Frage. Meinst du, man kann ja das nehmen? Das Ding ist, ich brauche eine Werkzeugtasche und ich bin mit dem Heli hier. Illegal. Ist der Landeerlaubnis in Kavala? Nein, darfst du nicht. Nein. Schade. Illegal. Was ist illegal? Da gibt's eine Flugverbotszone. Ich kenne mich da ganz schön aus hier, ne? Ich bin nämlich hier hochgebildet. Komme auch von der Polizei. Darf ich ihr Auto haben? Nee, dürfen sie nicht. Und es wäre wirklich toll, wenn sie ihre Waffen wegstecken. Nö. Darf ich ihr Auto haben? Ne, dürfen sie nicht. Darf ich, wenn ich darf, darf, Frage, also ich darf ich ihr Auto haben? Nee. Nein. Jetzt zwei sie streiten, wollte sich der Dritte bekommen. Weißt du, wer da kommt? Die Polizei. Guck mal da oben. Naja, ja. Autofriedhof ist halt, da treffen sich die 12-Jährigen. Kann man nichts nee, machen. Nicht aber dabei, das tappt man halt überall. Da hinten. Man muss sich sonst halten und da bewegen, wo die anderen nicht unterwegs sind. Es gibt doch ein paar Leute, die für die ältere Generation, ne, zum Quatschen für die ältere Generation. Kann ich mal einsteigen? Mit das ist doch nicht der Typ, ey. Sie dürfen gleich gerne auf der Rückbank mitfahren. Ja, ja, auf Rückbank. Gerne. Aber ich will nicht, dass sie mich irgendwo hinschleppen. Also, ich zerre sie nur in der Kamera. Ja, dann packen sie alles drauf, was ich muss. Okay. Ja. Danach kann man gerne Kaffee. Hä? Ich hab nicht dich damit gemeint, ich hab mich damit gemeint. Ja, also jetzt gibt's hier Ballert, ja. Wir hauen Absteig ein, ja, ne? Was? Schönen Tag noch. Nein, warten Sie. Für die Herr Polizist. Wir hauen ab, lass dich rumtreuen hier, die können wir selbst irgendwie Scheiß machen. Hm. Ja, no. Schön die Zahl hochgeflippt, weil ging gefahren ist. Ja, können Oppo und Marek sich mit rumschlagen. Genau. Hab ich keinen Nerv zu. Da hast du aber recht, Emil. Ah. Da hast du recht. So mit denen ein bisschen quatschen, die da im Chor sind und so. Ja. Die vor uns sind. Na gut, wenn sie nicht reden wollen, mal sehen. Mal gucken, die werden nach Kavala, die werden zum Marker 2. Machen wir denn? Na. Schätze ich jetzt einfach mal. Wir werden sehen. Sind auch eindeutig zu schnell unterwegs, die Jungs. Mhm. Haben sie schon und die schwarzen Klamotten vom Corona-Co? Kannst du mit denen quatschen? Ich räume hier mal das Fahrzeug weg. Mhm. Hallo, ich in die Herrschaften. Die Herren, wissen Sie, wie schnell Sie unterwegs waren? Was? Wissen Sie, wie schnell Sie gerade unterwegs waren? Also ich wurde nicht gebetzt, also kann ich so schnell gewesen sein. Wenn ich hinter Ihnen gefahren bin mit 50 und Sie von mir wegziehen, denke ich, dass Sie gut schnell unterwegs waren. Ja, ist ein Quatsch, ist ein bisschen schneller, ne? Ich habe ja vorher noch abgebremst. Und wenn Sie hinter mir waren und ich gebe Gas, ja. Aber ich wurde nicht geblitzt. Trotzdem. Also, sie wurden ich weiß nicht, ich sag mal, ja, 35 km/h vielleicht. Also, ist ja 30er-Zone, ne? Da war ich vielleicht 35, weil vielleicht 5 nee, km/h zu schnell. Nee, also die 30 zählen erst ab diese Penüppel da vorne. Mahlzeit, Jan. Wir gerade uns. Mahlzeit. Mahlzeit. Ne, vom Gerät aus sind sie so schnell gefahren. Ja, passen sie auf.
Also, Ihr Kollege hat mir erzählt, kommen Sie mal mit, ich zeig Ihnen das mal. Eigentlich sollten die 30 ab der Brücke ziehen, aber wir gucken mal, wo das Schild ist. Also. Idee, also. Doch, doch. Mir wurde was angesetzt. Ist egal, was Sie Ihnen erzählt haben. Die Frage ist, wo steht das Schild? Kollege, danach müssen wir dieses Fahrzeug hier wegräumen. Diesen ist ja ein schönes Pizza-Fahrzeug, aber muss weg. Wie sie alle hier hochgucken, wie sie alle dachten, damit ist der Preis erschüttert. Auf diese Seite gibt's nämlich gar kein Schild. Gib mir kein Schild. Auf diese Seite gibt's gar kein Schild, aber mit 30. Nur auf diese Seite. Hier gibt's kein Schild. Ja, wir brauchen auch kein Schild hier. Wir machen es einfach. Wir machen es immer so, wie wir wollen, ist doch klar. Ach so, wir machen das einfach so, wie wir lustig sind, oder? Das ist immer so, wissen Sie ja, nicht. Die Polizei hat hier. Die Polizei hat dir das sagen. Genau so wie Ihr Kollege. Ja? Der Kollege sucht das Schild. Lassen Sie den Kollegen da vorne suchen. Wenn der Schild nämlich schon da vorne beginnt, dann geht er durch die ganze Stadt durch. Ja, da vorne gibt es nämlich kein Schild. Ich glaube, er hat es gerade gefunden. Hatten wir schon mal das Thema. Mal gucken, ob er die findet. Das ist auch kein 30. Das wird er nicht gefunden haben, weil es nämlich keins gibt. So, die Herrschaften, Sie sind überführt. Das da vorne ist das 30-Schild. Sehen Sie? Ich wusste doch. Ja, und da habe ich doch gebremst. Nein, Sie sind vom Gerät aus hier sehr schnell gefahren. Ich wusste doch, mit dem Schild. So. Das Schild zieht sich durch bis durch die Innenstadt durch bis nach hinten. Ja, aber wieso sagt Ihr Kollege, also Ihre Kollegen, die vorhin da waren, dass die 30 erst ab vorne zählen? Weil die keine Ahnung haben. Ne? Weil sie keine Ahnung haben. Ach, weil die keine Ahnung haben. Also, ey, Kollege, weißt du was? Der Polizist hat gerade zugegeben, dass seine Kollegen keine Ahnung haben. Das ist auch gut, ne? Ja. Also, das ist ja. Aber da Sie nicht wissen, welche Kollegen es waren, bringt es Ihnen ja nichts. Irgendwelche Kollegen. Ja, ich bin ja nicht gefahren. Also daher könnte mir ja nichts. Ich war nur. Aber ist ja auch erstmal egal. Nur der andere ist ja der Fahrer, ne? Der Kollege Mess, der ist angeschwärzt. Angeschwärzt. Genau. Ich bin von dem Gerät da drüben, was da steht, das rote da. Genau. Habe ich Vollgas gegeben und bin hier vorne in eine Eisel gegangen. Und ja, okay, ja, war ich vielleicht 5 km/h schneller wie erlaubt. Nee. Also bis hier ist logischerweise 50, ne? Und danach dann 30. Haben sie Beweise? Ja. Ich bin dauerhaft mit 50 hinter ihnen hergefahren, sogar noch über die 30-Zone hinaus, gebe ich zu. Ja, aber das war auch ziemlich schnell durchgezogen. Also, wir waren ja auch in einer Verfolgungsjagd. Wir haben sie verfolgt. Ja, ohne Blaulicht, ohne wir haben ja einen Grund, natürlich. Ja, oder Blaulicht und Sirene. Das klar. Können Sie dem anders erzählen. Obduktion hat ja nichts mit Blaulicht zu tun, ne? Wir haben sie obduziert, haben wir sie zu schnell. Ja. Mussten wir hinterher. Ach, der Herr gibt doch zu, dass er zu schnell fahren ist. Ist er ja auch. Er will jetzt zu sehr ein Video sehen. Ja, 5 km/h, wie gesagt. Aber er kann nicht rein. Muss ja Mess mal das Video rausholen. Ich von da hinten, von dem Gerät aus. Also, Vollgas gegeben hat. Herr Mesk hat das Video im Polizeifahrzeug drin, dann kann er Ihnen das mal zeigen. Da müssen wir aber zurück zum Marktplatz. Ja. Nö. Was, Kollege? Das Auto. Nee. Vor allen Dingen, wer ist denn hier Polizeichef oder wer hatte denn die höhere Gewalt? Momentan. Ja, hier die höhere Gewalt hat, ich habe jetzt gerade hier die höhere Gewalt. Ja, Sie haben die höhere Gewalt. Ich habe mal eine Frage. Von den beiden Kollegen, die hier sind, bin ich der mit der höheren Gewalt. Darf ich mal Ihren Namen wissen? Ja, wo kommen die denn her? Mein Name ist Rico. Rico. Guck mal, ich bin der Herr Kraft. Ich hatte vorhin einen Notruf abgesendet. Das war kein Notruf, sondern einfach nur, Ich erinnere mich. So? Genau. So, und dann war ich mitten im Polizeiakku da in Kavala, da hinten, wo es gerade brennt. Ja. So, und dann kriege ich von Ihnen Nachricht, dass momentan alle Beamten in Bereitschaft sind und die im Einsatz sind. Keine Zeit haben, im Einsatz sind. Sobald Zeit ist. Genau. So. Aber da stand ich schon mit zwei Leuten mitten auf dem Hakku
Und dann bin ich schnell weggerannt. Und hab gesagt so, irgendwas stimmt hier nicht. Zwei Kollegen meinen sie? Jo. Ja, aber ob da zwei Kollegen waren, weiß ich nicht. Ne, waren nicht zwei Polizisten, meine ich. Ja, dann weiß ich doch nicht, ob da zwei Polizisten waren. Auf jeden Fall. Ich spreche ja nur von den Polizisten. Keine Ahnung, wen sie da irgendwo standen. Aber als ich in die Nachricht geschrieben habe, ja, waren alle Kollegen von mir im Einsatz, keine Ahnung, was danach los war. Ja, aber und da standen die aber schon mitten auf dem Polizeiherkommen. Dann hatten die wohl schnell ihren Einsatz beendet und waren dann sofort wieder bei ihnen. Und haben dann ihre Fragen hoffentlich geklärt. Naja, außer der eine. Eigentlich müsste ich eine Beschwerde einreichen. Ja, ich habe ihn ja schon. Ja, weil der war nämlich sowas von unfreundlich. Ja, davon haben wir mehrere. Na, toll. Gut zu wissen. Ja. RP-Server? Nur ein paar. Herr Mess, komm, also. Ja. Ich habe gerade gesehen, das Video wurde gelöscht, ja, haben Sie Glück. Können Sie wieder los. Hm. Ihnen noch einen schönen Tag, ne? Ja, tschüss. Ciao. Ja, gleich bald. So, was macht denn der schon wieder? Da treut er da schon wieder rum. Der Freund und Helfer. Also, der Polizist hat gesagt, der wird natürlich da hinten ist. Wir räumen natürlich hier ein bisschen auf. Atrakia Süd. Ich weiß gar nicht, wie weit das von uns weg ist. Das ist auch irgendwo bei Cavalla hier vorne. Ach nee, ist da drüben. Ja, gerne, um was? Ja. Dieser hier war ein bisschen runtergesetzt. Um 500, nee, um 100 km. 500 sind wir dazu. Okay, dann holen Sie mal ein SUV. Wollen Sie auch wetten, dass ich mit dem SUV hier durchkomme? Das stimmt angeblich nicht. Und man kommt auch mit geringer. Ne, wetten möchte ich nicht. Schauen wir das aber gerne an. Dann holen Sie mal ein SUV. Dann komme ich gleich wieder mit dem SUV. Ja. Sag mal. Ja. Ciao. Ja, aber wissen Sie was? Sind Sie mal hier. Ja. Ich passt kein SUV durch. Sind Sie noch mal aus. Wir kommen gleich wieder. Ja. Also Sie haben ja gesagt, Sie sind ein bisschen was Höheres, ne? Bei der Polizei, ne? Ja, ich habe jetzt nur gesagt, dass ich hier gerade das sagen habe. Gerade in Cavalla, aber nichts weiter. Ja, aber ich wüsste mal, ich hätte mal was. Vielleicht können Sie da was besser bewirken als wir, dass hier diese Poller ein bisschen runtergesetzt werden, wenn man an diese Poller immer hängen bleibt. Ja, da kann ich aber auch nichts bewirken. Ich bin auch ein ganz normaler Polizist und wirklich hier muss die Sachen ausführen, die uns vorgelegt werden. Und da habe ich damit überhaupt nichts zu tun. Mit den Sachen habe ich überhaupt nichts zu tun. Ja, aber wenn wir eine Anzeige aufgeben, an wen müssen wir die denn stellen? Na, gegen wen wollen Sie eine Anzeige aufstellen? Gegen den Stadtplaner von Cavalla oder gegen wen? Ja, so gesehen müsste man ja. Ja, dann müssen Sie sich dann eigentlich hier im zentralen Bürgeramt, mit dem Bürgermeister sozusagen, ne, von Cavalla selber. Die würden solche Sachen annehmen. Ja, dann müssten Sie Beschwerde oder Anträge stellen, was weiß ich hier, ein Volksbegehren oder ein Bürgerbegehren oder was auch immer. Dagegen, dass diese Sachen senken. Ja, weil andauernd bleibt man mit seinem Fahrzeug da hängen und so eine Schote, ne? Mhm. Ist schon nicht schwer, ist schon nicht einfach, der Herr Viköre, ne? Naja. Was macht Ihr Kollege da? Tut der jetzt gerade ausmessen? Der versucht wahrscheinlich, ohne Fahrzeug durchzukommen. Genau. Und auch er schafft es nicht, wie wir gerade gesehen haben. Herr Mask ist nicht durchgekommen. Herr Mask, Sie müssen mal ein bisschen weniger essen, dann kommst du da vielleicht auch durch. Ja, ist schwer hier. Na, ich sehe schon, sehen Sie?
Mit Vaseline und genug Anlauf würde das vielleicht klappen, ne? Ich komme da ohne Probleme durch. Ne, ich muss nur schauen, dass ich die Wette nicht verliere. Wie war das Thema Anlauf statt Gleitgel, ne? Gott, was haben Sie denn für die Gesprächschen bei der Polizei? So, Sie haben doch gerade davon geredet. Wo ist denn jetzt der Herr im SUV, der starten will? Der da durchfahren will? Irgendwo beim Unzaku, glaube ich. Achso, dann werden Sie ja gleich hier sehen. Na, hoffe ich. Ja, die Öffnung war ja einfach. Von der sprechen wir nicht. Die Öffnung ist zu einfach. Wir haben ja um die gewählt. Da kommt ja so ja der Herr Mess durch. Herr Mess, gehen Sie mal durch die rechts da. Sehen Sie. Ja, durch. Ich stelle mal so hin, dann sieht er mehr. Soll ich ihm was sagen? Mhm. Wieso werden hier eigentlich diese Mauer aufgestellt? Das ist doch eigentlich reine Schikane. Wieso? Ja. Ob jetzt die Mauern hier stehen und die Leute hier vorne gegenfahren. Die Leute hier gegenfahren, können da auch einfach gegenfahren und fällt auch um. Ja, aber genau hier bei, passen Sie auf, hierbei geht es um die Abkürzung über den Parkplatz und nicht über die Abkürzung nach dem Speedbumper. Fällt die Mauer um, da kann man auch davor noch abbiegen. Also, das ist ja. Mm. Ja, also. Ich weiß nicht. Jedes System hat so seine Schwächen. So wie es aussieht, möchte ich wohl jemand das versuchen? Den immer ein Hinterfüßchen, ne? Der uns da braucht mir zu lange, ich hole unseren SUV. Naja. Alle weg, Herr Messgefährt. Ah ja. Jetzt hat er eine Laterne kaputt gemacht. Alter, was ist denn los mit dir? Ja, die Polizei darf alles. Du bist an der Mutter geworden oder was? Der darf alles. Das ist alles gewusst. Die Polizei darf alles. Ja, aber wer bezahlt jetzt die Laterne hier? Ey, du Arschloch. Dein Scheiß. Ja, die wird vom Staat bezahlt. Oh, nee. Dafür, das kommt aus China. Mach gleich Bumm. Oh Mann, Mann, Mann. Nur was wie dich sollte man einsperren. Das sind sich hier du unsere gute Dame. Unsere Bambis. Nee, nee. Jetzt ist das weg.